Hi, mein Name ist Arne und heute zeige ich dir, was du alles mit den Arts Vitality Mini Loops aus Textil machen kannst. Ganz egal, ob du ein, zwei oder alle drei gekauft hast, die drei Stärken zeige ich dir jetzt mit unterschiedlichen Übungen für Ober- und Unterkörper. Wir starten direkt mal mit den Beinen und zwar nutze ich zwei. Das Graue lege ich erstmal weg. Du kannst das Blaue gerne mal einmal nehmen, wenn du das hast. Aber natürlich auch das Grüne, das bringe ich jetzt mal oberhalb des Kniegelenkes an und das andere einmal hier unten um die Sprunggelenke. Wir starten mit der klassischen Übung für die Beine. Es geht jetzt gar nicht darum, dass wir ein Workout machen, sondern dass du gleich weißt, wie du die Mini-Loops anwenden kannst. Wir starten mit einem kleinen Walk, den kannst du mal machen. Den kannst du mit beiden Bändern machen. Wenn du jetzt nur eins hast, machst du das mal hier oben oder hier unten, um einfach mal den Effekt zu spüren. Hier trainieren wir die Außenseite, den Oberschenkel und als Variation kannst du natürlich jederzeit auch als Kontrolle einfach mal die Kniebeugen erstmal damit machen. Damit weit nach hinten. Man hat immer einen wunderbaren Außendruck, auch eine Kontrolle für die Bänder. Und als Variation gehst du mal tief, schiebst von hier aus in so einen leichten Skater. Hier haben wir einmal die Abduktoren mit drin. Wenn du es noch intensiver machen möchtest, wenn du jetzt zwei Bänder hast, zieh das andere mal ein bisschen höher, dass du das Kniegelenk aussparst und dann kommt die klassische Abduktorenpresse. Im Squat bleiben und nach außen drücken. Ja, hier haben wir schon mal ganz gut die Beine abgedeckt. Wir machen jetzt direkt die nächste Übung und zwar für den Po. Funktioniert sowohl mit einem als auch mit beiden. Ich schiebe das eine wieder runter, zeige dir das Ganze jetzt mal hier. Leicht die Beuge und dann schieben wir von hier aus das Bein rück und tief. Das wäre Stufe 1. Stufe 2 kann man gerne auch in die Kniebeuge wieder gehen und mit der Extension hier den Po trainieren. So, damit hätten wir schon mal die Beine. Wir gehen jetzt direkt über zu einer Bauchübung, die sowohl mit einem als auch mit beiden funktioniert. Ich habe das eine Band jetzt unter die Fußsohlen gelegt und wir machen jetzt wie so ein Bergsteiger mit Rucksack, also die stehende Bauchübung. Dabei ziehe ich das Bein hoch. Und ob ich das jetzt mit einem mache oder mit zwei, dadurch wird es natürlich intensiver, weil ich durch das zweite hier oben auch noch einen Widerstand habe. Und dann kommt der eigentliche Trick. Leichter Crunch. Und du siehst schon, ich baue hier die Spannung auf und die Spannung kommt von unten. Und du siehst jetzt auch bei mir, die Textilbänder bleiben exakt da, wo sie hingehören. Die rollen sich nicht auf und sind angenehm von hier aus zur Haut. Wir gehen jetzt mal an den Oberkörper. Ich ziehe beide nochmal aus. Wenn du das Stärkere nimmst, das mache ich jetzt mal, das Blaue, hältst du das so, dass das eine hier oben wie so eine Schulterbewegung ist. Das heißt, du hast die eine Hand fixiert, die andere bleibt hier und dann streckst du den Arm nach unten für den Trizeps. Das siehst du jetzt schon, wie der anspannt. Ist eigentlich das klassische Prinzip, was man so von oben auch mit einem Seilzug macht. Und das kannst du hier wunderbar auch mit dem Textil-Miniband machen. Wie trainieren wir die Schulter damit? Die Schulter ist ein bisschen schwieriger, von daher nehme ich jetzt mal das Leichtere. Die Hand so ein bisschen hier an der Hüfte fixieren und dann geht es hier seitlich hoch. Also die eine Hand bleibt hier und dann geht es ins Schulterseitheben. Einfach ums Handgelenk legen und nach oben in den 90-Grad-Winkel führen. So, ich zeige dir jetzt eine Spezialübung. Da kannst du beide Bänder verwenden. Wir haben auch noch nicht das Graue verwendet, das kommt später. Ich nehme nochmal das Blaue, lege das nochmal um die Füße und
jetzt kommt die Übung von oben. Beide Hände fest im Griff. So, die Arme gehen über Kopf und jetzt ziehen wir mit der oberen Hand in einen leichten Latzug. Die andere Hand bleibt über Kopf. Du stellst dich leicht auf das Standbein und ziehst das andere Textilband von unten hoch. Entgegengesetzte Bewegung und dann kommt der Oberkörper und die seitliche Bauchmuskulatur ins Spiel. So hast du direkt zwei Fliegen mit einer Klappe. Und jetzt gehen wir zu Boden. Du kannst dir eine Matte schnappen und dann zeige ich dir noch ein paar Übungen für Bauch und auch für den Bizeps. Drauf. Das Gute ist, du hast den Ellenbogen hier am Knie und kannst jetzt einen kontrollierten Bizeps-Curl machen. Du siehst schon, wie mein Arm hier arbeiten muss. Ich habe jetzt das mittlere. Wenn du es leichter haben willst, nimmst du das grüne und das graue ist dann richtig powerful. Also so kannst du wirklich super deine Arme trainieren. Wir gehen aber jetzt auch nochmal an die Beine. Die hatten wir schon im Stand. Ich nehme jetzt mal das richtig starke. Wenn du es mit einem machen willst, auch in Ordnung. Ich nutze jetzt beide. Das graue mache ich mal nach oben, das etwas stärkere. Wieder oberhalb des Kniegelenkes. Und das mittlere hier. So, in den Vierfüßlerstand. Wir kommen nochmal zu den Abduktoren, zur Außenrotation. Hier das Bein seitlich anheben. Hier hat man nochmal eine andere Kontrolle als im Stand. Das ist auch wieder so der Klassiker, wenn du es mit beiden Füßen machen möchtest, kannst du gerne auch mal in den Table gehen und hier die Beine leicht auseinanderdrücken. Intensiver wird es übrigens wieder, wenn du dieses Band hier hinbringst und dann einfach einen doppelten Zug hast. Jetzt kommt aber nochmal der Po ins Spiel. Ich zeige dir das Ganze jetzt mal auf der rechten Seite, da bringst du das Band einmal über die Fußsohle und kommst jetzt zu diesem Donkey Kick. Das ist dieser Kick, der nach oben geht, Fuß heben und dann hier nach oben schieben. Jetzt siehst du schon, wenn du es nur mit einem Band machst, dann bring das Band unten am Fuß an. Wenn du ein zweites Band hast, kannst du es hier nutzen. Dann hast du nochmal einen stärkeren Zug, den du im Po spürst. Sollen wir eine Spezialübung machen? Ich zeige dir jetzt einmal den Bergsteiger. Das ist ja die Plank. Da kannst du mit einem oder mit beiden Bändern arbeiten. Stabile Position und dann das Knie Richtung Ellenbogen ranziehen. Ich habe den doppelten Zug hier und gegen den Widerstand nach vorne arbeiten. Einmal lösen und jetzt kommen wir noch zu einer Bauchübung, die wir vorhin auch im Stand noch mal gemacht haben. Funktioniert auch mit einem oder mit beiden Bändern. Einmal ablegen, Hände hinter den Kopf. Wir machen klassische Crunches und hier kommt es wieder zu der Zugverstärkung. Ziehst im Wechsel die Knie leicht ran. Achtest darauf, dass der Fuß immer hier so ein bisschen rangezogen ist, dass die Bänder wirklich am Platz bleiben. Und dann von hier aus einmal lösen. Ja, das waren meine Übungsbeispiele mit den Arts Vitality Textilbands. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Training und wir sehen uns in einem anderen Video.